Servus Leute, zurück zu Let's Play Heroes 7. Wir haben in der dritten Mission der Necropolis-Kampagne das letzte Mal den letzten Hüter Erolans erledigt. Jetzt könnten wir, wenn wir die Siegel schon gebrochen hätten, durch das Tor von Myrgatal gehen und uns den Engeln stellen. Allerdings, so weit können wir noch nicht, weil wir noch kein einziges Siegel gebrochen haben. Dort oben wäre eins, ein Altar, wo wir ein Siegel brechen können. Und das ist jetzt unsere Aufgabe für diesen Runde, die Siegel suchen. Genau. Und währenddessen natürlich auch alles aufbauen. Also wir haben... Es gibt hier sehr viele Ressourcen. Erstens. Die liegen hier einfach so herum. Der Gegner hat sie scheinbar nicht eingesammelt. Hätte er von mir es auch machen können, weil dann hätte er vermutlich auch ein bisschen mehr ausgebaut. Aber na gut, sei es drum. Hat er nicht gemacht. Machen wir halt jetzt. Sehr viel Geld haben wir. Wir haben fast überall eine Goldmine zu jeder Stadt bekommen. Das ist schon was. Na... Wir kriegen viel Geld. Wir kriegen viele Ressourcen. Haben aber natürlich auch einige Städte, die wir aufbauen müssen. Weil der Gegner hat uns nicht den Gefallen getan und hat diese Städte gut ausgebaut. Wir haben die Gegner überrumpelt. Und ja, jetzt müssen wir halt dafür den Ausbau übernehmen. Erstmal die Gebäude, alle, die notwendig sind, um zu meinen finalen Kreaturen zu kommen. Dann kann ich genauso... da fehlt noch einiges. Eins pro Tag. Das ist wenig. Das dauert ewig. Muss ich vielleicht traden. Wir haben sehr viel Gore durch die. Ja, das ist gut. Acht. Wusch. Mondlichtung. Wunderbar. Ich habe mich ja dazu entschieden, die Rehe mitzunehmen, anstatt die Tänzer da. Puh, Klingentänze. Ist in Ordnung. Kriege ich ihn etwa wieder zurück. Asyl. Überall sind solche Asylstätten. Die sind nützlich, wenn man ganz schwach ist und wegrennen muss. Was wir allerdings nicht sind. Und nicht müssen. Den Held muss ich auch ein bisschen trainieren. Jetzt haben wir ja übrigens keine Gegner mehr, die aktiv sind oder aktiv uns angreifen. Weil ich gehe davon aus, dass die Engel hinter den Siegeln sind. Also solange wir die Siegel nicht brechen und durchgehen, droht mir keine Gefahr. Deswegen werde ich die Zeit wunderbar nutzen. Oh, das ist eine geringe Armee. Geringe Armee bedeutet, das ist ordentlicher Kampf. Mit ordentlichen Verlusten und so. Machen wir noch einen Traumwald. Ich will zu den Baumriesen hin. Baumriesen sind toll. Nee. Was brauche ich hierfür? Auch schon wieder diese... Na gut. Wir brauchen anscheinend davon einige mehr. Machen wir mal. Push. Das muss jetzt reichen. Für die nächsten Ausbauten. Tja, da brauchen sie schon wieder was anderes. Das brauche ich nicht, die Klingentanzterrasse, weil die nehme ich nie mit. Dann, was machen wir noch? Dazu brauche ich bloß eine Ressource. Ach komm. Wir nehmen jetzt das Gold her und kaufen uns jetzt massenweise von den seltenen Ressourcen. Weil dann müssten nahezu alle weiteren Ausbauten spielend möglich sein. Naja. Jetzt fehlt mir langsam Gold wieder. Aber Gold ist das, was ich am meisten im Moment bekomme. Das ist gut. Ein paar Kristalle. Den will ich nicht bekämpfen. Nicht jetzt. Vielleicht später mal.
Schattenbild nehme ich gerne mit, wenn es auf dem Weg liegt. So, Ilat-Altar besucht. Einweg-Geistertor. Da ich so viele Ressourcen jetzt weggegeben habe, kann ich natürlich mir es gut erlauben, oder ich brauche es jetzt wieder, die ganzen Ressourcen zu sammeln. Und besonders Gold. Ja, der Trade hat schon einiges bewirkt. Ich bin ja schon jetzt einiges vorangekommen. Ah, interessant. Hier war ich noch nicht. Gut. Na super. Die sind hingegen trivial. Na, ich will trotzdem nicht gegen die kämpfen. Ich habe immer noch ein paar zu hohe Verluste. Ich brauche erstmal eine gute Armee. Entschuldigung. Aje. Verschluckt. So, weiter geht's. Na gut. Hier brauche ich nichts mehr weiter. An normalen Gebäuden, jetzt kann ich die ausbauen. Tja, jetzt brauche ich halt Ressourcen. Oh, bescheiden. Huhuhuhuhu. Ich glaube, da sollten minimale Verluste rausspringen. Wenn überhaupt. Ja, minimal, kann man schon dazu sagen. Das ist auch wichtig. Das ist sehr wichtig. Jetzt kann ich eigentlich wieder im Kreis laufen. Weil hier gibt es ja noch einige Dinge. Nein, eigentlich nicht. Hier gibt es keine Ressourcen mehr. Was ich aber bräuchte, sind neue Truppen. Okay, und hier sind wir schon so weit. Hier bin ich eigentlich relativ zufrieden. Das lasse ich erstmal so. Mach erstmal nicht weiter, weil erst muss ich hier unten noch ein bisschen ausbauen. Und dazu brauche ich wieder kostbare Ressourcen. So viele insgesamt brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was ich nächste Runde noch brauche. Was war denn das? War da gerade lila an der Seite oder rosa? Kurios. Ach, da habe ich schon die abgegradet. Okay. Ja. So, ich kann's bauen. Hervorragend. Ist die Frage, was kosten die, wenn man die mitnehmen will? Ah, diese Ressource. Ja, das ist blöd. Okay, die Todesspinnen kann ich einfach entlassen. Dafür nehme ich Baumriesen mit. Cool. Ja, dann warte ich hier mal ein bisschen. So. Bau derweil alles hier aus. Ich konzentriere mich jetzt bloß auf diesen Ort. Bau hier alles aus. Weil dann habe ich schon mal einen Ort fertig. Bei den anderen, da kommen ja jetzt Truppen nach und so. Dann habe ich da auch die perfekten Einheiten dabei. Alles super. Kann gleich mit den perfekten Einheiten dann losreiten. Okay. Wusch.
Tja, jetzt ist das einzige Problem, was kosten die? Brauche ich noch irgendwas? Oh, shit. Das habe ich die ganze Zeit vergessen. Ja, dann nehme ich lieber die Sonderressourcen jetzt. Okay. Mitnehmen. Oh. War ich die Meisterjäger noch nicht? Ah, ich habe die Meisterjäger noch nicht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Gut. Gut, gut, gut. Sehr gut. Ich warte noch eine Woche. Klasse Sache. Und jetzt kann ich eigentlich rein theoretisch das auch in allen anderen Orten machen. So, ich nehme hier alles mit, was ich gebrauchen kann. Nämlich euch. Und jetzt kann ich mich... kann Eldam so aufsteigen. Die vergesse ich immer, weil hier lauter Kreaturen sind, dann habe ich das nicht im Blickfeld. Oh, ich habe eine neue Info. Naja, unwichtig im Moment. So, auf geht's. Mit diesen neuen Truppen rekrutieren wir hier neue untote Truppen. Und wachsen dadurch immer mehr. Schade. Schade, naja. Halt. Ja, nehmen wir es einfach mit. Ist zwar nichts, was ich brauchen kann, aber naja. Schaden tut's auch nicht. Damn fail. Wunderbar. Okay, wir haben einen Altar bekommen. Hier, wie viel seid ihr? Ihr seid... Oh! Ein 20er Stack. Hm. Das ist nicht wenig, sage ich euch. Das ist überhaupt nicht wenig. 20 sind hässlich. Da könnte ich mir eine Implosion gut vorstellen. Hm, ein Nebelschleier natürlich. 20. Da könnte ich mich ein bisschen übernehmen an denen. Aber wir versuchen es trotzdem. Ja, Mutter Namtaru, mach's nicht. Oder Namtaru. Mhm. Oh, demoralisiert, das ist natürlich blöd. Was? Du greifst an? Das ist schlecht. Und das habe ich nicht. Was? Du greifst bloß einmal an? Ah, wenn mindestens eine Kreatur getötet wurde. Dornen. Oh, jetzt kannst du dich kaum noch bewegen. Schön. Zum Angriff. Okay. Das Problem ist, der Nebelschleier ist wieder weg. Vielleicht lohnt es sich auch... eher eine Schwäche zu wirken. Okay, zum Angriff. Erdmagie, wahrscheinlich hat er eine Erdresistenz. Deswegen ist Erdmagie wahrscheinlich nicht das Beste hier zum Angreifen und so. Komm jetzt, töte einen. Ja, noch ein Schuss.
Ja, wäre ich doch bloß hingekommen mit denen. Boah, ich habe nicht mal die Hälfte geschafft. Nein, nicht auf die Feen. Die haben eine gute Anzahl. Einfach mal draufhauen. Ja, wenn du stirbst, ist mir recht. Komm, jetzt musst du sterben. Ja, Glück. Das brauchen wir. Oh ja, das ist ein Damage. Wow, wieder rumwirbelt mit seinem Stäbchen. Oh, du tötest leider nicht. Nicht mal mit Glück. Also Glück. Hätte vielleicht geholfen. Na gut, die Skelette erledigen den Rest. Die hätten 10 Einheiten vernichtet, locker. Interessant, interessant. Wir haben das Maximum erreicht. Das wisst ihr, was das bedeutet? Ja, das bedeutet... Erstmal Wegfindung noch. Das bedeutet, wir tauschen die Helden jetzt aus. Dazu muss ich aber da durch. Ich werde meinen Held mit dem anderen Helden tauschen und dann soll die, oder ja, die leveln. Toll ist das Gebäude. So, schauen wir mal die neue Info an. Tja, kein Goldertrag heißt, die haben also keine Wirtschaft. Schauen wir sicherheitshalber bei denen. Wir haben nichts Besseres zu tun. Genau. Damn Fail. Da fehlt noch was. Das können wir traden. Wir müssen sowieso alles jetzt traden. Das dauert sonst viel zu lang. Machen wir so. Da haben wir genug davon. So, du gehst jetzt den ganzen Weg zurück. Wir tauschen so lange, bis der andere Held maximales Level hat. Hier ist nicht alles abgegradet. Simulat, wie sah es hier aus? Auch nicht alles. Was fehlt mir hier? Okay, das kriegen wir hin. Davon brauchen wir eh für die ganzen ein bisschen mehr. Damn Fail. Warum Riesen? Gut. Und hier sind wir mit allem fertig. Ja. Gut. Schlachtet sie nieder! Join the army of undead. Of the undead. Du warst hier drin, oder? Ich hoffe, ich gehe zur richtigen Stadt überhaupt. Aber ich glaube, die war hier drin. Ja. Husch, Feuer! Hier haben wir auch alles gebaut. Sinlat ist fertig, Adnan ist fertig. Eldan? Was fehlt hier noch? Nur noch das hier. 5 davon. Das kriegen wir hin. Okay, haben wir auch. Hat hier noch was gefehlt? Oh ja, ja, oh sogar 2. Nochmal 5. Blub, blub, blub. Wusch. Oh, das ist hier fertig. Dann fehlt hier... Ich glaube, dann fehlt nur noch das hier. Da waren wir mit allem fertig, oder? Ja. Okay. Dann sind wir gleich mit allen generell fertig.
So, du darfst. Puh, ich könnte ja. Ja, okay. Tauschen, tauschen, tauschen. Natürlich nimmt der neue Held die guten Einheiten alle mit. Und er kriegt auch ein paar Items. Schauen wir mal. Ja, das ist. Achso, das haben sie beide. Super. Die tolle Rüstung. Plus 1 Abwehr. Gibt's da nichts Besseres? Generell die Items hier auf der Map sind jetzt nicht so die prickelndsten. Nein. Hat schon das Beste, was ich hier so bekommen kann. Bisher. Na super. Ja. Ist in Ordnung. Hier, sammel mal du den Schrott. Moment. Ach, nerv mich nicht. Dann halt nicht. So. Du raus. Du rein. Okay. Für dich brauchen wir jetzt bloß die Truppen. Oh, wir haben sehr viele Ressourcen. Das war hier, oder? Nein? Was hier? Sind wir schon überall fertig? Nein, hier. Das noch. Jetzt bin ich pleite. Na gut. Jetzt machen wir genau das Umgekehrte. Jetzt schleudern wir alles raus an Ressourcen. Boah, Steine habe ich davor ewig gebraucht. Jetzt habe ich massenweise davon. Der Rest ist, glaube ich, sogar notwendig. So, ich brauche diese Stadt. Sammeln wir. Oh, das ist teuer. Den nehme ich. Nehme ich. Ich glaube, es reicht, wenn ich die mit diese Kreaturen. Ja, diese halt nehme. Ja. Ich habe nicht mal das Geld dafür. Nicht mal das Geld für die guten Einheiten. Aber es macht nichts. Das sind ja auch gute Einheiten. Zumindest in der Masse. Da habe ich noch alles. Ist in Ordnung. Okay, cool. Tja, es fehlen noch die hier. Das Lustige ist, die Woche beginnt gleich wieder neu. Also gibt's gleich wieder neue Truppen. Ups. Nee, mit der Armee. Das sollte das Leveln kein Problem sein. Testen wir gleich mal. Schnellschlag. Husch, 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 husch. Oh, okay. Na gut, das sollte ein. Ja, noch sind sie nicht gut genug. Das sind zwei Talentpunkte. Das hier und das hier. Oh, die wollen sich nicht mal anschließen. Das ist ja frech. Und das ist gut. Chana wird mächtiger. Okay, gibt es hier irgendwas von. Das weiß man immer erst, wenn man das alles angeschaut hat. Ob es hier noch irgendwas von Interesse gibt. Wichtig ist halt jetzt dieses Leveln.
Gebäude nehme ich einfach mal ein. Dann habe ich den Leuchtturm. Auch wenn ich... Ups, nee, eigentlich will ich ja nicht gerade... Den kann ich platt machen. Eigentlich will ich nicht unbedingt hier rumlaufen. So. Was sagt die Schnellschlacht? Prinzipiell ist es egal, was sie sagt. Sie sagt, ich bin siegreich. Wichtig ist, dass wir hier schnell jetzt Nekromantie fertig bekommen. Super, haben wir geschafft. Und jetzt kann die Farmerei beginnen. Ganz ehrlich, da ich davon ausgehe, dass hier nichts weiter großartig passieren wird, außer dass ich die komplette... nahezu die komplette Map jetzt in der nächsten Stunde abfarmen werde. Zumindest ist was halt als sinnvoll angesehen wird hier, das da zum Beispiel nicht. Ich habe zwar meinen Deckerstiefel, warum sollte ich... Ich mache die vielleicht platt, aber das Artefakt nehme ich nicht mit. Ich werde jetzt einfach einmal rumgehen. Werde vermutlich die Altäre finden. Und dann werden wir mit einer gebündelten Armee durch das Portal beim nächsten Mal durchgehen. Das andere mache ich jetzt, das Rumlaufen mache ich jetzt offscreen. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.